Michelle, Büffle bringt jetzt auch nichts mehr. Meine Geschichtsprüfung. Ready, let's go. Weißt du, wie die Epoche heisst, wo die Römer gelebt haben? Antike. Das ist richtig. Fangt nicht an. Ja, gell. Was bedeutet latinisch Gladius? Gladius? Ja. Elegant. Erhaben. Irgend so etwas? Nein, es ist Schwert. Logisch. Kann man das sagen, hä? Kannst du mir 4 heutige Länder aufzählen, die dann zumal zum Römischen Reich gehört haben? Also Italien. Mhm. Ägypten. Ja. Ich würde noch sagen. Ja. Ja, die Schweiz und Österreich auch. Das ist alles richtig. Yeah. Wer hat nach der Legende Rom gegründet? Romulus und Remus. Also, wenn der eine Bruder nicht den anderen besiegt hat, würde es Rem heißen. Oha, gut aufpasst. Yay, I know it. Ja, hoffentlich. Welche Zahl bedeutet römisch DIV? Das ist eine gute Frage. Ja, finde ich auch. 4. Mhm. 504. Stimmt das? D ist 500. 504. Genau. Das schreibe D. Gar nicht so einfach, gell? Jetzt hast du aber einen Lauf. In diesem Fall kannst du mir auch noch gerade die Namen von 4 römischen Göttern sagen. Griechisch und römisch. Puh. Ach, da habe ich immer so Mühe. Blackout. Ich wage mich nicht dran. Schade, eine Esusbrücke wäre zum Beispiel unser Planet gewesen. Ja, stimmt. Mars, Venus und so weiter. Was bedeutet der latinische Ausdruck ad sinistram? Wie bitte? Ad sinistram? Ja. Wie genau schreibt man das? Ad, Abstand, sinistram. Keins 20. Aha, links. Ah, ja, jetzt ist alles klar. Ja gut, wenn ich das hätte lesen können. Ich meine, links, ja. Oder zu meiner Linken wäre es dann. Genau. Yay. Am Stück hat es mir so nach einem Harry Potter Zauberspruch getönt. Ad sinistram. Hey, das wär's schon gewesen. Wirklich? Oh nein, ich habe voll abgelöst. Mit den Göttern. Nein, nein. Du hast trotzdem ein 5,25. Bravo. Yay. Immerhin. Alles über einen 5er nehme ich sehr gerne.